Jetzt führen wir mal ein kleines Beweischen. Erstmal tanken. So. Sie sind heute so aufgewühlt. Ist irgendwas passiert? Nö. Bitte, es war Nikolaus, ja genau. Stellen Sie mal vor, was mir gestern passiert ist. Also ich weiß auch nicht heute. Okay, wissen Sie, was mir gestern passiert ist? Ich habe gestern, momentan habe ich meine Stiefel vor der Tür stehen, weil es halt matschig draußen und so nimmt man nicht mit in die Wohnung, ne? Und ich wohne irgendwo, wo ich erst kurz hingezogen bin. Und jetzt komme ich gestern Morgen, mache die Tür auf, ist Nikolaus in meinem Schuh. Und ich habe echt keine Ahnung von wem. Nett, oder? Ja. Das hat mich schon so ein bisschen froh gemacht. So einfach kann man seine Mitmenschen glücklich machen. Haben Sie sowas gemacht gestern? Jemand anders, Nikolaus, den Schuh, ohne es zu verraten? Ja, ich meine, es wirklich ohne es zu verraten, dass der andere wusste, dass Sie es sind. Nee, ne? Aber das ist doch eigentlich das wirklich Schöne am Nikolaus. Na gut. Vielleicht war es ja auch der Nikolaus. Ich weiß es nicht. So, naja, ich mache den taktischen Fehler hier, ich laber zu viel, dann labern Sie auch und dann wird es nicht mehr ruhig. Herr Strübeck, ich würde sagen, all diese Diskussionen müssen unbedingt mit aufs Video in YouTube, weil damit die Menschen draußen auch sehen, dass es hier lustig zugeht. Ich habe auch extra ganz nah an Ihr Gesicht bei der Story. Ja, genau, richtig. Ah! Vielleicht können Sie auch so Schneeeffekte reinbauen. Ja? Super, okay, machen Sie es. Also, okay, wir müssen weitermachen. Ja, wir müssen weitermachen. Okay, also. Wir beweisen mal was. Wir beweisen mal folgende Aussage. Für alle a, b aus den natürlichen Zahlen gilt, a teilt b genau dann, wenn die Teilermenge von a enthalten ist in der Teilermenge von b. So, jetzt ziehen wir wieder an, ne? Merken Sie. So, okay. Wir beweisen mal das hier. A teilt b genau dann, wenn die Teilermenge von a ist enthalten in der Teilermenge von b. Denken Sie mal kurz darüber nach, was das bedeutet. Klingt logisch. Jetzt beweisen wir das auch. Jetzt haben wir hier ein genau dann wenn. Wie beweist man ein genau dann wenn? Entweder man macht so, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, man nimmt Äquivalenzumformungen und macht ein, beginnt links und macht genau dann wenn, das gilt, genau dann wenn, das gilt, genau dann wenn, das gilt, genau dann wenn und so weiter und kommt auf der rechten Seite raus. Das sind Äquivalenzumformungen. Genau dann wenn, genau dann wenn, genau dann wenn und so weiter und so weiter. Manchmal geht das aber nicht so direkt. Wenn Sie das hier jetzt versuchen würden, würden Sie wahrscheinlich damit nicht hinkommen. Dann kann man einen anderen Trick nehmen. Wie Sie wissen, gilt, eine Aussage ist äquivalent zu einer Aussage, genau dann wenn A impliziert B, und B impliziert A. Das deuten ja auch irgendwie so schon die ganzen Pfeile an, dass das zwei äquivalente Aussagen sind. In die eine Richtung und in die andere Richtung, die Implikation. Haben Sie auch gezeigt mit der Wahrheitstabelle, dass es so ist. Das heißt, wenn man beweisen will, dass etwas genau dann wenn gilt, dann kann man auch den Beweis in zwei Teile teilen. Nämlich, wir beweisen einmal die
aufgepasst, die Hinrichtung, sagt man nicht, ja, wir beweisen nicht die Hinrichtung. Hinrichtung ist was ganz Brutales, das machen wir nicht. Sondern, also erstmal die eine Richtung und dann die Rückrichtung. Okay, das heißt, wir beweisen jetzt erstmal die eine Richtung. Erstens zu zeigen, für alle a, b aus n gilt, a teilt b impliziert die Teilermenge von a, ist enthalten in der Teilermenge von b. Und gleich kommt Teil 2, wo wir die Rückrichtung zeigen. Jetzt machen wir erstmal die eine Richtung. Okay, für alle a, b gilt, wollen wir das da zeigen. Eine Allaussage kann man häufig dadurch zeigen, dass man sagt, wir nehmen mal zwei feste, aber beliebige raus. Seien A, B fest, aber beliebig. Ich mache es jetzt mal ganz ausführlich, dass Sie die Struktur von so einem Beweis einmal sehen. Seien A, B fest, aber beliebig, zeige nun, aus A teilt B folgt, die Teilermenge von A ist enthalten in der Teilermenge von B. Also wir nehmen jetzt mal zwei fest, aber beliebige A und B raus und sagen, wenn A B teilt, dann ist die Teilermenge von A enthalten in der Teilermenge von B. Wie zeigt man eine Implikation? Naja, wir gehen mal von der Voraussetzung aus, A teilt B, und dann zeigen wir, dass dann auch gilt, die Teilermenge von A ist enthalten in der Teilermenge von B. Also, gelte A teilt B, zeige, dass dann auch gilt, T von A ist enthalten in T von B. Das kommt jetzt Ihnen wahrscheinlich alles so ein bisschen doppelt gemoppelt vor, aber das ist genau der Gedankengang, den man durchführt, wenn man einen solchen direkten Beweis führt. So. Wir wollen also zeigen, dass die Teilermenge von A enthalten ist in der Teilermenge von B. Was genau bedeutet das? Das gilt genau dann, wenn für alle C aus den natürlichen Zahlen gilt, wenn C A teilt, dann teilt C auch B. Wenn C A teilt, dann teilt C auch B, bedeutet, für alle C, die in der Teilermenge von A sind, die sind auch in der Teilermenge von B. So, und jetzt müssen wir also für alle C zeigen, also wir wissen A teilt B, und jetzt müssen wir für alle C zeigen, die hier drin sind, dass sie auch da drin sind. Wie macht man das? Naja, wir haben ja wieder so eine Allaussage, sei C fest, aber beliebig. Wir nehmen uns mal so ein festes, aber beliebiges C aus der Teilermenge von A raus. Was wissen wir dann? Wir wissen, C teilt A, weil wir es aus der Teilermenge rausgenommen haben, ne? Vielleicht sollten wir hier noch hinschreiben, mit C Element Teilermenge von A. So. Wir wissen, C teilt A. Außerdem wissen wir, A teilt B. Und wir wissen, die Teilbarkeitsrelation ist transitiv. Das ist eine Übungsaufgabe. Das bedeutet, aus C teilt A und A teilt B folgt C teilt B. Wenn C A teilt und A B teilt, dann teilt C auch B, transitiv. Und damit ist C in der Teilermenge von B. Fertig. Bitte? Macht Sinn, gell? Ja. Das macht Sinn. Das ist übrigens so ein Anglizismus, den es im Deutschen eigentlich gar nicht gibt. Das macht Sinn, ne? Das ist sinnvoll, ist Deutsch. Das, that makes sense, ist Anglizismus, der sich irgendwann mal eingedeutscht hat. Wir sind ja interdisziplinär hier, wir können ja auch mal ein paar andere Sachen machen. So. Jetzt haben wir die eine Richtung gezeigt, jetzt müssen wir die andere Richtung zeigen.
Für alle a, b aus n gilt, wenn die Teilermenge von a enthalten ist in der Teilermenge von b, dann folgt daraus a teilt b. Das ist jetzt die Rückrichtung, ne? Die Rückrichtung. Mein Kaffee ist all. Können Sie mal kurz einen holen gehen? Bitte? Sie müssen aufpassen. Ja, gut. Okay. Teilermenge von A sind halt in der Teilermenge von B. Daraus folgt A teilt B. Und zwar soll man das zeigen für alle AB. Für alle AB, okay. Nehmen wir uns mal wieder zwei feste, aber beliebige A und B. Vielleicht sollte man immer noch dahin schreiben, aus welcher Menge sein A, B, Element N. Fest, aber beliebig. So. Zeige dann, für unser festes, aber beliebiges A und B gilt, wenn die Teilermenge von A enthalten ist an Teilermenge von B, dann folgt daraus A teilt B. Gelte, jetzt haben wir wieder eine Implikation, jetzt müssen wir davon ausgehen, dass mal die Voraussetzung gilt und zeigen, dass dann auch die Folgerung gilt. Gelte TA enthalten in TB, zeige, dass dann auch gilt A teilt B. So, TA ist enthalten in TB. Wie können wir dann zeigen, dass A auch B teilt? Hat jemand eine Idee von Ihnen? Mit welcher Argumentation? Wir wissen, die Teilermenge von A ist enthalten in der Teilermenge von B. Die Teilermenge von A, was enthält die denn so? Wenn A fest aber beliebig ist, ist auf jeden Fall mal was drin? In der Teilermenge von A? Ja? 1 und A, ne? Also A ist da drin. Und wenn die Teilermenge, wenn A in der Teilermenge von A ist, wir wissen, A ist Element der Teilermenge von A. Und wir wissen, TA ist enthalten in TB. Also TA ist Teilmenge von TB. A ist Element von TA und TA ist Teilermenge von TB. Was kann man daraus folgern? Ja? Genau. A ist Element der Teilermenge von B und das bedeutet doch A teilt B. Jetzt haben wir beide Richtungen gezeigt und damit ist der gesamte Beweis bewiesen. Netterweise genau dann, wenn die Tafel zu Ende ist. So muss das sein. Gibt es noch Fragen zum Beweis? Dieses Bild müssen Sie mal auf sich wirken lassen, gell? Irre. Ja. Ich verstehe jetzt immer noch nicht so ganz, wieso wir zuerst C geteilt haben. Also was das jetzt mit dem Beweis an sich zu tun hat. Also das C zuvor. Das C? Ja. Die Frage, was hat das C mit dem Beweis zu tun? Also erstmal, Äquivalenz ist klar. Wir müssen die eine in die andere Richtung zeigen. Jetzt befinden wir uns mal in der einen Richtung. Und da gehen wir von aus, dass A B teilt. Und wir wollen zeigen, dass die Teilmenge von A, die Teilermenge von A Teilmenge ist von der Teilermenge von B. Aufgepasst, Teilmenge und Teilermenge ist was Unterschiedliches, ne? Wann ist denn eine Menge enthalten in einer anderen? Naja, wenn für alle Elemente, die da drin sind, gilt, dass sie auch da drin sind. Und für alle Elemente, da brauche ich einen Buchstaben. Für alle C in natürlichen Zahlen gilt, wenn sie hier drin sind, dann sind sie auch da drin. Und deswegen habe ich dieses C eingeführt.